Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind, der 1717 Talk. Mein Gast heute, Sabine. Sie ist Mama, zweifache Mama sogar. Sie ist Heilpraktikerin und Coach, Erinnerin, durfte ich noch sagen. Ich füge es jetzt mit ein und sie ist Mensch. Herzlich willkommen, Sabine. Ja, hallo Sam, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was wir heute kreieren. Naja, wir sind ja nochmal auf diesem ungewöhnlichen Weg. Ich würde dich ja viel lieber nochmal an die Hand fassen oder meine Hand auf dein Knie legen, um dann auch den physischen Kontakt zu haben. Das finde ich wesentlich sympathischer, aber besondere Zeiten, besondere Maßnahmen. Und damit wir uns überhaupt noch in diesem Jahr haben, habe ich den Online-Weg gewählt. Ja, erzähl mal ein bisschen von dir. Also ich habe dich als Powerfrau in Erinnerung, die Erinnerin, die Powerfrau. Wir haben ja eine Zeit lang miteinander arbeiten dürfen, wenn auch nur online. Und da warst du schon die immer, ups, auch gerade raus und ohne Rücksicht auf Verluste will ich nicht sagen, weil du schon auch sehr bewusst und bedacht aus dem Herzen agierst, aber schon auch eher zu der polarisierenden Fraktion gehörst. Das stimmt. Damit eckt man auch an, oder? Ja, eigentlich mein ganzes Leben. Also diese Zeiten fordern uns ja wirklich sehr, wie du das schon gesagt hast. Und ich habe mich gerade in den letzten Wochen sehr viel auf die Suche gemacht, was unterscheidet uns eigentlich von den Menschen, die so, ich nenne es gerne die Masse, also es ist immer eine Wertung drin und ich will das eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren darf. Und es sind tatsächlich die Menschen, die immer schon anders waren. Also ich bin einfach schon anders gekommen. Ich bin früher schon angeeckt. Ich bin da auch durch tiefe Täler durchgegangen und bin mir aber immer treu geblieben. Und das ist, glaube ich, das, was mich zumindest ausmacht. Ich bin jetzt auch als Widder gekommen. Also Sternzeichen ist eh ein Feuerwesen. Ich habe sehr, sehr viel Initialisierungskraft. Also ich bin ein super Anschieber. Manchmal hapert es ein bisschen mit dem Marathon. Das nimmt man öfter gerne Kurzstrecke und dann wieder eine neue. Die Power, naja, also die kommt natürlich auch aus meiner Geschichte, so ein bisschen viel Kampf, weil ja, jeder hat so ein bisschen seine Story in der Kindheit. Und ich darf jetzt aber tatsächlich auch lernen, nicht mehr aus dem Kampf heraus zu agieren, sondern eher aus der Liebe heraus. Und daran darf ich mich selber erinnern und daran erinnere ich auch andere. Ja, sehr schön. Bist du denn jetzt vorwiegend in deiner Arbeit für Frauen da, Männer oder hält sich das die Waage? Ich bin tatsächlich mehr für die Frauen da. Das hat sich aber auch so ein bisschen entwickelt, weil so aus meiner Sicht die Frauen in diesem Moment diejenigen sind, die mehr ihre Bewusstsein schulen als die Männer. Die Männer sind noch in diesem Machermodus draußen in der Außenwelt, was ja vom Prinzip auch die natürliche Balance ist. Also ich mag dieses Yin-Yang-Zeichen. Ich habe es auch immer hier für meine Vorträge. Ich finde das einfach mega. Und die Frau, also das Weibliche, also Frau ist immer falsch, das Weibliche, das ist ja der dunkle Anteil bei dem Yin-Yang, also weil wir alles eher aus dem Innen heraus machen, die Intuition, wir kreieren und schöpfen aus dem Feld der Möglichkeiten. Also das macht das weibliche Prinzip. Und das gibt es dann ab an das männliche Prinzip, was dann im Außen erschafft. Und so ist nach meiner Philosophie das mal vom, in Anführungsstrichen, lieben Gott gemeint. Mhm. Und leider, wer auch immer das zu verantworten hat, lassen wir mal dahingestellt. Wir haben ja auch alle mitkreiert, Co-Kreationen als Kollektiv. Deswegen, wir sind ja keine Opfer, wir haben alles mitgespielt. Leider hat es sich aber so entwickelt, dass sich bis hin fast zu den Geschlechterrollen es sich verändert. Die Frauen sind mittlerweile die besseren Männer. Die Männer wissen dadurch gar nicht mehr, wo sie eigentlich hingehören. Und aus diesem Grund glaube ich, dass wir in dieser speziellen Zeit auch aus der Weiblichkeit heraus, also nicht nur Frauen, aber aus dem weiblichen Aspekt heraus, die Lösung bringen. Mhm. Was, also es triggert mich jetzt am meisten an, was ist denn für dich dann die perfekte Frau oder das perfekte Weib, wie man ja eigentlich sagen sollte, für den Wandel? Ja, also. Schöne Frage. Mich stört gerade das Wort perfekt. Ich mag lieber das Wort vollkommen, aber nicht um Wörter streiten. Auf jeden Fall, ja.
perfekt ist auch, also nicht perfekt ist ja perfekt, weißt du? Ich mag schon auch Ecken und Kanten und Stil und aber genau, vollkommen im Sinne der Vollkommenheit der Weiblichkeit. Ja, eine schöne Frage. Wichtig für mich ist, an der Weiblichkeit oder das vollkommene Weib zu sein, diesen Aspekt wegzuhaben, dass wenn man im Außen nichts erschafft bzw. kreiert, sprich zum Beispiel Geld, dass man dann nicht so viel wert ist. Und ich glaube, dass wir das immer noch in der Gesellschaft haben, diese klassische Bild, der Mann bringt das Geld nach Hause oder das Mammut, er war jagen und bringt das Mammut heim. Und zerteilt es, ja, und hält die Familie zusammen, umsorgt, wobei ich das Wort auch gar nicht so mag, aber umsorgt die Familie. Und das in den letzten, ich sag mal, ich weiß nicht, vielleicht 50 Jahren oder länger, das nicht mehr hip ist, weil es nicht mehr geachtet wird. Und wir sehen ja, dass wenn jetzt Frauen, die super toll ausgebildet sind und die natürlich dann auch ernten möchten, was sie gesät haben mit ihrem jahrelangen Schule und Indoktrination und Universität und Doktortitel, dass sie das ausleben wollen. Mhm. Und dann kriegen sie irgendwie so mit 35 so, ups, da war doch noch was, ach, biologische Uhr und Kind. Und dann kriegen sie Kind so nebenbei, weil sie ja so eine tolle Managerin sind. Und dieses Kind wird dann in die Kita gebracht. Und ich will hier überhaupt niemanden anklagen. Ich mag nur mal hören lassen, ob das wirklich die Idee ist von Familie. Und es ist jedermann und jeder Frau freigestellt, wie sie was macht. Das ist ja ganz klar. Und gleichzeitig merke ich die Gefahr da drin. Kind ist von kleinst auf weggegeben, bekommt nicht mehr deine Werte, bekommt nicht mehr den Wert der Familie, Zusammenhalt. Und da sind wir bei Trennung, Trennung, Trennung. Und wenn wir ja eins wissen, ist, dass die, wer immer auch die sind, ja, trenne und herrsche. Und das funktioniert auf allen Ebenen. Ja? Trenne zwischen Mann und Frau, zwischen Kindern und Alten. Und durch diese Trennung sind wir halt so schwach. Und dadurch kann man mit uns auch in Anführungsstrichen machen, was man mag. Mhm. Und das ist die Gefahr. Und ich sehe, wenn wir Frauen wieder zu unserer Weiblichkeit finden, und das ist nicht unbedingt so meterlanges Haar wie bei dir, was ich mega geil finde. Kann auch kurz sein. Es ist einfach passiert, es wächst, keine Zeit zum Friseur zu gehen. Genau, hatte ich ja auch. Und es geht auch nicht darum, um Kleid oder nicht Kleid, sondern es geht um die Art der, also wie gesagt, ich empfinde, wenn ich als Seele mich entscheide, in einen weiblichen Körper zu inkarnieren, habe ich wohl als Seele mehr Bock, die weibliche Qualität mehr zu leben. Von der Gesellschaft von außen so verwurschtelt wird, wissen wir gar nicht mehr, was das ist. Und wir haben so eine also ich hatte das lange Zeit früher, dass Weiblichkeit ist schwach. Deswegen, ich habe wahnsinnig meine männlichen Qualitäten nach außen gebracht. Es lag auch so ein bisschen daran, dass meine Mama, ja, die hatte auch einen schwierigen Weg. Und ich bin völlig queer mit meinen Eltern, das ist super. Und ich sehe das und ich bin meiner Mama dankbar, dass durch ihre augenscheinliche Schwäche sie aber eigentlich ganz viel Stärke bewiesen hat. Das muss man aber erstmal verstehen. Ja. Das war Coaching pur und das war super und da bin ich sehr dankbar für. Und wenn wir in der Gesellschaft wieder lernen, dass das Weib, und da mag ich tatsächlich auch das Wort, was ja sogar zum Schimpfwort eigentlich degradiert wurde, wenn das Weib vom Mann, vom geheilten Mann wieder geachtet und geehrt wird, denn wir waren so verehrt als Frauen und das ist so weggenommen worden. Und wenn wir, wie soll ich sagen, wir haben das so für uns angenommen, wohl als Frauen über Generationen und dadurch dürfen wir jetzt wieder auch aus unserer Seite her da rauskommen. Denn wenn du auf dem Opferstandpunkt stehst, ja, wir Frauen haben eh nichts zu sagen oder wir müssen jetzt ganz viel kämpfen, damit man uns genauso achtet in der Gesellschaft, also es bringt der Gesellschaft nichts, wenn die Frauen die besseren Männer sind, die dickeren Eier haben und die längeren Hosen anhaben. Okay. Im Gegenteil, dann wird es noch trauriger und noch dunkler auf dieser Welt. Sondern wenn wir in diese Weiblichkeit kommen und uns damit selber wertschätzen, das ist das Wichtige, dann kommen auch die Männer wieder und schätzen uns wert und verehren uns wieder. Okay. Ja? Und dann dürfen wir zeitgleich auch noch sowas lernen, wie Männer ticken nun mal anders als Frauen. Und das finde ich so wahnsinnig
zumindest das, wie ich es interpretiere, das Gefährliche an dieser ganzen Genderpolitik, an dieser Gleichmache. Wir sind nicht gleich. Mhm. Und wir werden auch niemals gleich. Und darum geht es nicht. Wir sind genau das hier. Ja, genau. Und nicht ist gleich. Ja, das ist gleichwertig. So. Es ist ja auch gut so. Ja, es ist gleichwertig. Es geht ja ineinander. Genau. Das, ich liebe dieses Symbol, ja. Beide sind gleich groß, beide sind gleichwertig, jeder hat vom anderen einen Anteil und nur zusammen sind sie rund und das Ding läuft. Mhm. Ja? Und das haben wir völlig missverstanden. Also erst war die weiße Seite irgendwie hat völlig die schwarze übermannt sozusagen, dominiert in dem ganzen Patriarchat. Dann jetzt kommt dieses völlig verschobene, wo das Schwarze irgendwie weiß werden will und das Weiße nicht mehr weiß, was es machen soll. Und das bringt Sodom und Gomorra, ja, meiner Meinung nach. Und das bringt so viel Leid und so viel Trennung. Und wenn ich mit meinen Kunden arbeite, also ich will nicht sagen, dass es auch mal okay ist, wenn Paare sich trennen. Also wenn sich eine Partnerschaft erfüllt hat. Also wenn jeder vom anderen alles das gelernt hat, was er irgendwie lernen wollte, dann ist es auch in Ordnung, wenn man erfüllt eine Partnerschaft beendet. Dann beendet man die aber friedlich. Und voller Respekt und Achtsamkeit. Ja. Und was ich aber so oft sehe, ist, dass man aus dem Streit herausgeht und seine Themen mitnimmt und beim nächsten Kerl oder bei der nächsten Frau same, same, nur in einer anderen Farbe. Und da ist niemandem mitgeholfen und leidtragend sind immer die Kinder, die sich allerdings natürlich auch urheberrechtlich in diese Familie inkarniert haben und um auch genau das zu erleben. Ja, also meine Eltern zum Beispiel haben sich zweimal scheiden lassen, weil sie sich zweimal geheiratet haben und ich war Einzelkind, habe zweimal Rosenkrieg mitgemacht. Ah, wow. Ist schon eine Wahnsinnserfahrung gewesen. Du hast es am Anfang gleich gesagt, da kam das Thema Geld verdienen von Frauen und zum Ende gerade zu deinem Mini-Vortrag war das Thema Wertschätzung. Für mich gehört das ja unmittelbar zusammen, ja. Entnehme ich jetzt deiner Aussage, dass du es besser finden würdest, wenn die Frau nicht mehr den Anspruch hätte, für sich selbst auch finanziell ausreichend sorgen zu können, also wenn sie sich wieder zurücklehnen könnte und die Wertschätzung auf anderer Ebene erfährt? Oder wie kann ich das verstehen? Da muss ich noch einmal rein. Mhm. Daran ecken ja ganz viele, gerade junge Frauen, weil wir ja alle so stolz sind auf die Emanzipation. Und die Emanzipation bis zu einem gewissen Punkt war sie ja wichtig, um diese Gleichberechtigung wieder zu bekommen. Und es ist ja auch okay, wenn du dir einen Job aussuchst. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn du als Frau Geld verdienst. Darum geht es nicht. Die Frage ist aber, also es ist auch völlig in Ordnung, wenn eine Frau sich entscheidet, keine Kinder zu bekommen. Also alles ist ja vollkommen so, wie es ist. Jeder hat das Recht, sein Leben zu gestalten, wie er möchte. Ganz entspannt. Wir geben nur Impulse. Ich genau. Stelle dir Fragen, weil mich interessiert deine Erinnerung. Genau. Oder genau. Das, was du erinnern magst. Und ich sehe sowieso, ich lade alles ein. So, jeder hat genau. Hier seinen Platz. Also darfst gerne ausführen. Genau, genau. Nee, das sollte auch gar nicht entschuldigend wirken, sondern so ein bisschen eher einleitend. Also, dass das Prinzip schon so gemeint ist, dass der Mensch sich auch vermehrt und Familie hat und Familie was ganz Wundervolles ist. Und das sind ja auch die Menschen, an denen ich am meisten lernen kann, die mich ja auch meistens am meisten triggern. Dadurch ist das größte Potenzial ja in Familie. Und wenn du jetzt als Frau ein oder zwei oder drei Kinder bekommst, ich persönlich denke, dass du nicht beides vollkommen ausfüllen kannst. Du kannst nicht vollkommen die Mama sein und gleichzeitig 8 Stunden arbeiten. Mhm. Und dahinter liegt ja oft der Gedanke, also was ich so bei meinen Kundinnen so mitbekomme, ist dieses so, du darfst auf keinen Fall abhängig sein von dem Typen. Und das hat halt so ein Geschmäckle. Was ist denn, wenn der Typ dir aus seiner Liebe heraus, weil Männer zeigen ihre Liebe auf eine ganz andere Weise als Frauen. Was wäre denn, wenn wir wieder erkennen, dass wenn der Mann uns versorgt, dass das für ihn das Größte ist, seine Liebe zu zeigen? Und jetzt kommen diese emanzipierten Frauen, und ich sage nicht, dass ich keine bin. Jetzt sagen wir, nee, lass mal, kann ich auch selber. Also geilstes Beispiel, erstes Date, ja, der Typ völlig verliebt. Und er möchte jetzt im Restaurant die Rechnung, nein, das kann ich selber, sagt sie dann. Okay. Boom, kriegt er sofort einen drauf, der arme Kerl. Was soll er jetzt noch zeigen? Ja? Männer zeigen ihre Liebe dadurch, dass sie für dich was
produzieren. Die reparieren dein Auto, die bauen dir dein Haus, die machen dir deinen Garten schön, tragen für dich Steine. Das ist die größte Wertschätzung, die man dir entgegenbringen kann. Und jetzt diese emanzipierten Frauen und natürlich alle und jeder, völlig klar, falsche Worte, ne? Aber so als Idee, bisschen schwarz-weiß gemalt, die emanzipierte Frau sagt, nö, kann ja alles alleine. Was soll der arme Kerl dann noch tun? Wobei, ich glaube, da eine Gesundung beider Seiten zugehört. Das, was wir jetzt für die Frauen sprechen und was dieses wirklich Weiblichkeit leben und dann auch annehmen des Ganzen bedeutet, geht aber nur gemeinsam. Also auch die Männer sind ja in einer Verdrehung gelandet und musste ich selber auch erfahren, dass mir durchaus auch Männer begegnet sind, die eben auch ausgenutzt haben, wenn sie, ich sag mal, das schwache Geschlecht, also dieses auch symbolisiert haben. So, zack, ich bin das stärkere Geschlecht und ich habe das im Griff. Ja. Oder auch, wenn man, wenn Frau sich entschieden hat, sich eben entsprechend auch als Frau ausleben zu wollen, dass du da einen Partner brauchst, der genauso gesund ist, ja, weil sonst funktioniert das Ganze auch wieder nicht. Also. Bin ich ganz bei dir. Es ist über die Zeit in der Gesellschaft, in der wir so jetzt leben, unwahrscheinlich viel verdorben worden und es gibt ganz, ganz viele unheile Männer und ganz, ganz viele unheile Frauen. Und dennoch bin ich der Meinung, dass das aus der Weiblichkeit, aus der, von der Frauenseite her geändert werden darf. Denn letzten Endes, stärker und schwächer, das sind alles wieder so wertende Worte. Ja, aber ich weiß. Letzten Endes sind wir aber das, also wenn man das ganz spirituell sieht, ist es so, dass der Mann fühlt seine Göttlichkeit scheinbar nur über das Weib. Und tatsächlich auch meistens über die sexuelle Verschmelzung. Und dadurch, weil er sich so wenig fühlt, ist höchstwahrscheinlich auch so viel Missbrauch entstanden. Und weil sie natürlich körperlich einfach stärker sind als wir, ist das auch... Das müssen wir noch zu Ende bringen. Herrje, das war ja so schnell. Ja, 17 ist halt, ne? Ja, das ist ja auch nur für ein Geschmäckle. Genau. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das wirklich aus der Weiblichkeit heraus heilen darf. Also, dass wenn die Frau wieder in ihre wahre Kraft kommt, nämlich in ihren kreativen Schöpfungsprozess und auch ins Annehmen, ja? Also das Weibliche ist das Annehmen, das Männliche ist das Geben. Und ich spreche von der Energie, ich spreche nicht von Mann und Frau sein. Ja, sondern die weibliche Energie ist das Annehmen, was Männer ja auch können. Und die männliche Energie ist das Geben. Wir sind aber, also wir haben jetzt wieder so ein großes Gruppencoaching gestern Abend auch wieder gehabt. Darin kommt das auch immer vor, dass wir da erstmal ganz viel neu wieder verstehen dürfen, es klären dürfen in uns und dann eine Entscheidung treffen, wie wir das möchten. Und dann können wir natürlich auch Grenzen setzen. Also nur weil ich jetzt weiblich bin und es immer ums Annehmen geht, muss ja nicht alles nehmen. Ich mich nicht davor gewaltigen lassen, ne? Ja. Also nur mal so als Idee, ja. Und ja, 17 ist... Ah Mann, Schande. Wir müssen dann auch einen Teil 2 machen. Vielleicht kriegen wir den dann auch wirklich miteinander in einem Raum hin. Das würde mich sehr freuen. Ja. Und dann tauchen wir noch tiefer ein in genau diese Themen. Vielen Dank, meine Liebe, dass wir hier miteinander kommunizieren durften. Vielen Dank an meine Zuschauer mit einem Lächeln.